zu meinem neunten Blender-Tutorial und heute möchte ich mal mit zwei Kameras arbeiten. Den Würfel brauchen wir mal wieder nicht. So, weg damit. Leertaste und Mesh. Warum müssen wir jetzt abgehauen? UV, Sphäre. Okay, ja, da ist mein Bild ja wieder. So, jetzt gehen wir Edit-Modus, Fraktal, einmal und noch einmal. Ansonsten wird das alles zu wild hier. So, jetzt sehen wir schon mal, das soll ein Planet werden. Und den haben wir schon mal ein bisschen kratermäßig gemacht. Gehen wir auf Farbe hier, Add New, Assign. Okay, bleibt grau, das ist auch okay so. Aber, naja, doch nicht okay. Ich wollte ihn ja ein bisschen braun machen, bräunlich. So, wunderbar, Assign. Jetzt gehen wir hier in die Farbe rein. Und Textur, Add New und Clouds. Nehmen wir die Wolken, Depth 0. So. Gehen wir wieder hier auf den roten. Dann machen wir ein bisschen kleiner wieder. Steuerungstaste, mittlere Rad drehen. Map 2. Color lassen wir an. Normal zweimal, dass es gelb wird. Und jetzt nehmen wir eine rötliche Farbe. Gucken wir mal, wie das dann aussieht. So sieht er ganz gut aus. Jetzt machen wir Color auf 0,5. So. Und hier Normal machen wir mal auf 7. Gucken wir mal. Ein bisschen zu viel. Gucken wir mal auf 5. So sieht er ganz gut aus. Shader, da machen wir hier als Spektrum weg. So, gucken wir mal, was wir erstmal so gemacht haben. Rennen wir den mal und so sieht er doch schon ganz schön aus. Jetzt gehen wir in Camera View und die klicken wir auf die Kamera und die Kamera bewegen wir mit G, dass das ungefähr so ist. Ja. So, jetzt Leertaste und beenden eine Kamera. Wir sehen, die zeigt genau nach unten. Machen wir ein bisschen kleiner. G, Z. Machen wir mal bis hier hin. Die sieht man, auch wenn die im Bild ist, die sieht man beim Rendern nicht. Jetzt machen wir mal. Gucken wir mal. View, Kamera View und unter Kameras Kamera 1. Da sehen wir, der ist jetzt genau mittig. Und den bewegen wir auch ein bisschen, dass der ein bisschen mehr in eine andere Ecke ist. So, jetzt adden wir hier oben eine Szene, Add New, Full Copy. Szene 01. So, und Szene. Und hier gehen wir wieder, benutzen wir wieder die andere Kamera. So, jetzt haben wir zwei Kameras. Jetzt gehen wir hier in Sequenz, Add Szene. Wir nehmen die erste Szene, gucken, ob wir die auf 1 kriegen. Ja, warten bis die IO weg ist. Und linke Maustaste. Adden Szene. Szene 2, Szene 1 Himmel. So, warten bis die Eieruhr weg ist. Na, dauert heute ein bisschen. Und wieder linke Maustaste. So, wir haben jetzt auf 100%, machen wir auf 50%, dass er hier auch kleiner ist. Kommt gleich. So. Jetzt sehen wir, wir haben jetzt nur eine Kamera. Die rechte Maustaste ist schon angeklickt. Jetzt die zweite, Shift-Taste, rechte Maustaste, Add, Effekt. Machen wir jetzt mal Alpha Over, mal gucken. Da, dauert wieder ein bisschen. Und linke Maustaste. Jetzt sehen wir, der eine ist blau. Das ist bläulich geworden. Jetzt
gehen wir hier in Szene 1 rein und auf Farbe, Hintergrund und die World machen wir schwarz. So, schwarz. Jetzt machen wir hier Refresh. Und dauert wieder ein bisschen. So. Sieht doch perfekt aus. Den machen wir jetzt noch mit Sternchen. So, die andere Szene. Gehen wir auch auf World. So. Sollte aber jetzt anders sein. Wir refreshen erstmal. Gucken. So, haben wir genau das falsche mit den Sternen gemacht. Okay, Start wieder weg. Ups, mit der linken Maustaste, nicht mit der rechten. So, nochmal Refresh. Auf jeden Fall sehen wir schon, mit der Kamera haben wir. Wir haben beide Kameras an und sieht aus, als wenn wir zwei Planeten hätten. Ich wundere mich jetzt nur, warum es nicht schwarz wird. Machen wir hier mal die Sterne rein, gucken wie das dann aussieht. Ob es jetzt klappt, bin ich mal gespannt. Keine Ahnung. Ach, wieder im Vordergrund. So will ich es aber nicht haben. Machen wir das wieder weg. Ach so, hier müssen wir Szene 1 gehen. Jetzt habe ich es. Ha! Schwarz. So, und jetzt hier Stars. Jetzt wieder in Szene. Refresh. So. So oft habe ich das auch noch nicht gemacht, deswegen. Wunderbar. Jetzt rennen wir noch einmal. Auf 100% und gucken das Bild an. So, was haben wir jetzt verkehrt gemacht? Ganz einfach. Und geh weg. So, du Sequenz anmachen. So, jetzt rennen wir nochmal. Und wunderbar. Sieht aus, als ob wir zwei Planeten hätten, obwohl wir haben nur einen Planet. Allerdings, wir haben mit zwei Kameras gearbeitet. Einmal von oben und einmal von der Seite. So, ich hoffe, hat ein bisschen geholfen. Das war's für heute und tschüss.